Die hier bringe ich heute dem Tier mit, um das es geht. Und wenn ihr diese seht, dann wisst ihr bestimmt schon, welches Tier das ist, oder? Natürlich, das Kaninchen. Ich befürchte allerdings, dass es ein paar zu wenig sind, denn ich besuche heute die Sandra und die hat richtig viele. Die züchtet nämlich Kaninchen. Kommt mal mit. Ah, ich habe natürlich noch eine Quizfrage für euch. Warum klopft das Kaninchen eigentlich immer mit den Hinterbeinen auf den Boden? Ist es A, weil sie damit ausdrücken, dass sie Hunger haben? Oder ist es Antwort B, weil sie die anderen Kaninchen vor Feinden warnen wollen? Die richtige Lösung erfahrt ihr später. Hier bin ich richtig. Die hier gibt's erst später. Ah, da ist schon die Sandra. Hallo Sandra. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Mensch, du hast ja hier einen richtigen Kuschelzoo. Das ist ja richtig toll. Ja, wir haben so einige Kaninchen hier. Wie viele habt ihr denn? Also wir haben, je nachdem wie viele Würfe wir haben, immer zwischen 50 und 100 Kaninchen. Boah, das ist ja einiges. Aber die sehen ganz unterschiedlich aus. Es gibt Schlappohrkaninchen und auch Stehohrkaninchen. Beides sind Zwergkaninchen. Die bleiben klein und werden nur 2 Kilo schwer. Es gibt aber auch richtig große Kaninchen, bis zu 10 Kilo schwer. So groß und 10 Kilo, ja. Oh je. Also ihr merkt schon, man muss sich vorher wirklich genau informieren, was man sich da ins Haus holt, wenn man nicht gerade so einen riesen Oschi zu Hause sitzen haben will. Ich habe mal ein paar Infos dazu für euch. Alle verschiedenen Kaninchenarten stammen vom europäischen Wildkaninchen ab. Die gab es früher nur in Portugal, Spanien und Südfrankreich. Mittlerweile findet man Kaninchen fast überall auf der Welt. Kaninchen sind übrigens keine Hasen. Der Feldhase ist ein Einzelgänger, er ist größer und hat längere, schwarz umrandete Ohren. Kaninchen sind plumper, haben einen runden Kopf und nicht ganz so lange Ohren. Als erstes will ich wissen, was ein Kaninchen braucht, das man draußen hält. Und schau mir das Gehege mal ganz genau an. Deine Kaninchen haben ja richtig viel Platz, oder? Ja, den brauchen sie auch. Also man braucht pro Kaninchen mindestens 2 Quadratmeter Platz. Und da man ja mindestens 2 Kaninchen zusammenhalten sollte, braucht man dann praktisch mindestens 4 Quadratmeter. Aha, okay, das messe ich mal aus. 2 Quadratmeter. Das sind jetzt 2 Quadratmeter für ein Kaninchen, aber wir brauchen ja mindestens 2. Das wäre die Mindestgröße für 2 Kaninchen. Deine Kaninchen haben hier mehr Platz, die fühlen sich auch in der Gruppe richtig wohl. Das sieht man hier. Ja, umso mehr Kaninchen, desto besser. In der Gruppe fühlen sie sich am allerwohlsten. Was muss ich denn noch beachten bei so einem Gehege? Ja, der Zaun sollte schon so 70 bis 80 cm hoch sein, damit die Kaninchen nicht drüber springen können. Und die können ja nicht nur hoch springen, die können auch richtig graben. Ja, die graben sehr, sehr gut. Und deswegen muss man auf jeden Fall das Gehege auch von unten sichern. Oh, okay. Am besten ist es, man legt das Gehege unten mit Gitter aus. Das hat Sandra natürlich gemacht. Unterm Gras, rund um den Rand, ist eine spezielle Metallgrabesperre. Ah, schaut mal her. Das bedeutet also, die Kaninchen fangen dann an zu graben, merken dann nach ein paar Zentimetern, da ist irgendwas Metallisches, da komme ich nicht weiter. Mist. Als nächstes will ich wissen, wo die Kaninchen schlafen. Also das ist jetzt so ein Stall, wie man ihn im Geschäft kaufen kann. Genau, den kann man so im Geschäft kaufen. Ein Kaninchen braucht auf jeden Fall immer einen Ort, wohin es sich zurückziehen kann. Hier, wenn du mal schaust, wenn man das zumacht, dann haben sie hier praktisch ein Häuschen, wo sie sich verstecken können. Ah, mit Sichtschutz. Genau. Kann ich denn meine Kaninchen übers ganze Jahr in so einem Stall lassen? Also so wie er ist nicht. Aber es gibt schon Möglichkeiten, wie man den Stall wintersicher machen kann. Man kann zum Beispiel die offenen Seiten mit Plexiglas verkleiden, mit Styropor und eventuell mit einer doppelten Wand kann man den ganzen Stall auch noch mal auskleiden. Er muss auf jeden Fall frostgeschützt sein. Ah, alles klar. Es hört sich allerdings nach ganz schön viel Arbeit an. Wie ist es denn, wenn ich zu faul bin? Kann ich meine Kaninchen dann auch einfach mit nach drinnen nehmen? Dann wäre es am besten, wenn du sie im Herbst mit reinnimmst. Am besten, wenn es noch nicht so richtig kalt ist, damit sie noch kein Winterfell gebildet haben. Weil sonst wäre es ihnen bei dir in der Wohnung wahrscheinlich zu warm. Was man allerdings auf keinen Fall machen sollte, ist, dass man, wenn man denkt, jetzt ist es wirklich richtig frostig, dass man die Kaninchen dann mal mit nach drinnen nimmt und dann wieder raustut, wenn es ein bisschen wärmer wird. Warum ist denn das gefährlich, Sandra?
Also die Kaninchen haben ja, wenn sie draußen sind, ein sehr dickes Winterfell gebildet. Wenn du die jetzt mit reinnimmst, dann würden sie drinnen fürchterlich schwitzen. Und wenn sie dann aber wieder rauskommen, dann würden sie wiederum frieren. Es wäre also so, als würde ich mich dann auf einmal mit dem T-Shirt nach draußen in den Schnee stellen müssen. Genau. Das gehört auch zur Kaninchenhaltung und Pflege. Sandra zeigt mir, wie man den Stall richtig sauber macht. Daheim geht's natürlich auch ohne riesige Schubkarre. Schließlich versorgt Sandra ja nicht zwei, sondern über 50 Kaninchen. Und die machen ganz schön viel Mist. Sag mal, Sandra, mir fällt auf, dass die Kacke hier alle an einem Haufen sind. Ja, normalerweise ist es so, dass Kaninchen sehr reinlich sind und sich auch eine spezielle Ecke aussuchen, in die sie ihr Geschäft verrichten. Oh, das ist ja praktisch. Dann kann man das immer sauber machen. Das ist sehr praktisch, ja, weil so muss man nicht immer den ganzen Stall ausmisten, sondern man kann zwischendurch auch einfach mal nur die Kotecke reinigen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Ja. Und los geht's. Die meisten Kaninchenställe, die man kaufen kann, haben solche Schubladen zum Rausziehen. Sehr praktisch. Den Käfig sollte man ein- bis zweimal die Woche gründlich reinigen, die Kotecke alle zwei Tage. Als erstes kommt ein Streu aus Holzspänen als Unterlage in den Stall. Das saugt das Kaninchenpipi gut auf. Noch eine Lage Stroh oben drüber zum Knabbern und Wärmen. Und fertig ist das Kaninchenbett. Ganz schön kuschelig da drin. Aber jetzt muss ja das Kaninchen zurück. Wie machen wir das? Das müssen wir jetzt einfangen und es wird gar nicht so leicht werden. Okay, ich tue mein Bestes. Also hier. Kaninchen sind Fluchttiere und immer auf der Hut. Hi, Letza. Das ging ja schneller als erwartet. Ja. So hält man sein Kaninchen richtig. Immer mit der zweiten Hand zusätzlich abstützen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für einen Kaninchen-Gesundheitscheck. Woran merke ich denn eigentlich, dass es meinem Kaninchen gut geht? Also ein Kaninchen, wenn es gesund ist, dann hoppelt es viel durchs Gehege und durch den Stall. Es frisst relativ viel und lange am Tag. Es trinkt, es beschäftigt sich mit seinem Artgenossen. Wenn es jetzt mal nur noch in der Ecke sitzt und sich kaum noch rührt und nichts mehr frisst und nicht mehr trinkt, wenn vielleicht die Nase leichten Ausfluss hat oder wenn es niest oder die Augen ein bisschen trüb sind, dann weißt du, dass das Kaninchen irgendeine Krankheit hat. Also ich habe es gerade rumhoppeln sehen, die Augen glänzen schön, die Nase läuft auch nicht. Ich würde sagen, unserem Kaninchen geht es richtig gut. Würde ich auch sagen. Und was kann ich noch beachten? Muss ich ab und zu mal zum Tierarzt? Muss da irgendwas nachschauen? Also man sollte das Kaninchen impfen lassen. Gelegentlich sollte man die Zähne und die Krallen kontrollieren. Mhm. Und die Krallen, die kann man dann, wenn sie mal zu lang sind, vom Tierarzt kürzen lassen. Aber die Krallen sehen jetzt gut aus. Ja, die sind in Ordnung. Die Krallen wetzen sich beim Graben und Laufen ab, wenn die Tiere artgerecht gehalten werden. Man sollte ihnen immer mal Obstbaum oder Haselnusszweige zum Knabbern geben. Dann bleiben die Zähne gesund und werden nicht zu lang. Dann brauche ich jetzt mal meine Karotten, bitte. Danke. Jetzt schauen wir mal, ob Kaninchen Karotten wirklich so gerne mögen, wie es heißt. Also ihr merkt, ich bin jetzt hier schwer beliebt mit meinen Karotten. Ah, er isst auch Karotte. Karotten, gerade mit Grün, lieben die Kaninchen. Es ist aber auch so, dass die immer fressen müssen, weil sie einen Stopfmagen haben. Das heißt, wenn nichts mehr nachkommt, dann würde die Verdauung zum Erliegen kommen. Und deswegen sollen Kaninchen auch immer was zum Essen haben. Oh, okay. Das heißt, wenn oben nichts mehr reinkommt, kommt unten auch nichts mehr raus. Und dann kriegen sie Bauchweh und dann werden sie krank. Doch meinem kleinen Schlappohrkaninchen hier geht's richtig gut. Das knabbert und knabbert und knabbert. Schau mal, innerhalb von einer Minute hat er fast die ganze Möhre gegessen. Am besten füttert man morgens und abends, weil sie dann besonders aktiv sind und gibt nicht zu viel auf einmal. Und das ist das beste Futter für Langohren. Karotten. Apfel. Ja. Sellerie. Sellerie. Oh. Das Grün mögen sie besonders gerne. Rosmarin riecht richtig gut. Kaninchen mögen Kräuter, Samen und Wurzeln. Getreide sollen sie nicht zu viel fressen, denn das ist für sie wie Fastfood für uns. Ungesund und es macht dick.
Weil Kaninchen Dauerfresser sind, sollten sie immer viel Heu zum Knabbern haben. Was aber auf gar keinen Fall im Gehege sein darf, sind Pflanzen wie Buchs, Blau- oder Goldregen. Die sind giftig. Mann, ich würde ja schon ganz gern mal so richtig mit einem Kaninchen kuscheln. Mögen die das denn auch? Wenn man sie von klein auf ganz langsam mit Ruhe und Geduld daran gewöhnt, dann können die auch richtig zutraulich werden. Hast du kleine? Ja, ich zeig sie dir. Toll, komm mal mit. Süß, oder? Ja, darf ich das mal halten? Hallo. Oh Gott, das ist ja wirklich mini klein. Wie alt ist das denn? Das ist auch erst 3 Wochen alt und es ist ein ganz ein kleines Zwergkaninchen. Oh, das ist richtig schön warm, ganz, ganz weich. Ein richtig kleiner Wollknäuel. Gut, die kleinen Öhrchen, schaut mal, wie klein die sind. Wird das jetzt ein Schlappohr oder ein Stehohr? Das kann man gar nicht erkennen. Das bleibt ein Stehohr. Wobei auch die Schlappohren erstmal mit stehenden Ohren zur Welt kommen. Und was kostet so ein Kaninchen? Also ein Rassekaninchen kostet so ab 50 Euro. 50 Euro, das geht ja. Ich muss ja immer mindestens 2 Kaninchen halten. Mit wie viel Geld muss ich denn ungefähr für das Futter rechnen im Monat? Also für Futter, Heu, Stroh, Einstreu brauchst du so ca. 30 Euro im Monat. Dazu kommen noch ca. 200 Euro für den Stall und das Freigehege. Und jetzt noch mal alle Infos zu den Kaninchen. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz brauchen Kaninchen? Kaninchen brauchen viel Platz. Mindestens 2 Quadratmeter pro Tier. Ideal ist ein Auslauf im Grünen, wo die Hoppler rennen und springen können. Wie sieht es mit der Haltung und Pflege von Kaninchen aus? Kaninchen lieben es, in einer Großfamilie zu leben. Deshalb sollte man immer mindestens 2 Tiere haben. Sie brauchen einen Stall mit Versteck, den man 2-mal pro Woche ausmisten muss. Was fressen Kaninchen? Kaninchen sind Dauerfresser. Sie brauchen also immer etwas zum Futtern. Sie lieben Gras, Gemüse, Salat, Kräuter, Heu und natürlich Karotten. Wie sieht's mit dem Kuschelfaktor aus? Ja, Kaninchen sind Fluchttiere und eher scheu. Aber mit Geduld werden sie zutraulich und verschmust. Was kosten Kaninchen? Beim Züchter kosten Kaninchen ca. 50 Euro, Futter und Streu ungefähr 30 Euro im Monat. Den Stall gibt es ab 200 Euro. Teuer können die Tierarztkosten werden. Wenn man sich Kaninchen zum besten Freund machen will, dann muss man sich schon was Besonderes überlegen. Mein Geheimtipp, pst, Löwenzahn. Damit locke ich die bestimmt an. Ah, bevor ich mich jetzt zu den Kaninchen reinsetze, bin ich mal gespannt, ob die Sandra meine Quizfrage beantworten kann. Sandra, warum klopfen die Kaninchen eigentlich immer mit den Hinterläufen auf den Boden? Ist es Antwort A, weil sie damit ausdrücken wollen, dass sie Hunger haben? Oder ist es Antwort B, weil sie die anderen Kaninchen vor Feinden warnen wollen? Die richtige Antwort ist B, weil sie die anderen Kaninchen vor Feinden warnen wollen. Ich bin mir sicher, das wusstet ihr zu Hause auch. Ich setze mich jetzt mal zu den Kaninchen rein und bin mal gespannt, wie nah ich ihnen damit kommen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Hier, ich habe noch mehr.